Hey und herzlich willkommen zurück zu One Piece Pirate Warriors 4. Freut mich auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und zwar haben wir im letzten Park natürlich, den Enies Lobby Arc gestartet und haben mit Lysop gegen Ruffy gekämpft, um eben, ja, der Besitzer der Flying Lamp zu werden, weil Ruffy eben es eingesehen hat, dass die Flying Lamp kaputt ist. Lysop wollte es nicht einsehen, wollte sie eben retten, weil das ja auch ein Geschenk damals war an ihn und an die Crew und auch ein Teil der Crew eben ist und so weiter und so fort. Und da gab es dann auf jeden Fall ein bisschen Streit in der Happy Family hier, aber das wird sich bestimmt wieder schon irgendwie richten. Und jetzt ist Nico Robin einfach weg wahrscheinlich, die Frau der Finsternis. Wir werden weitermachen mit der nächsten Mission im Enies Lobby Arc. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze hier vonstatten geht. Let's go! Usopp und Ketto Shi, Ketsubetsuを告げたルフィたちは、ゴーイングメリーゴーを明け渡し、宿屋で過ごすことになった。 そこへさらに不穏な知らせが一味にもたらされ、チョッパーと行動を共にしていたロビンが行方不明になったのだという。変な奴に話しかけられていなくなっちまったんだ。ごめんよ、俺が目を離したから。そんな中突如として事件が発生。ウォーター7市長アイスバーグが何者かの襲撃を受けたのだ。 アイスバーグさんを襲った犯人の一人はニコ・ロビンだ！ お前らの仲間だろうが！ アイスバーグの証言によりロビンは暗殺未遂の容疑をかけられ、一味はガレーラカンパニーの職人たちの襲撃を受ける。一方、フランキー一家を束ねる棟梁フランキーはルフィたちに子分をやられた怒りに燃え、一味への復讐を企てていた。 次こそ消してやるさ。さすがは一億の首、なかなか骨がある。様々な思惑が渦巻く中、ルフィたちは事件の真相をつかむべく姿をくらましたロビンの行方を追うことに決める。俺は信じねえ。本当のことが知りて、ロビンを捕まえるんだ。 So, das ist jetzt natürlich die Frage, wo ist Nico Robin hin? Und das werden wir hoffentlich dann gleich mal herausfinden. Wir dürfen unseren Charakter wieder raussuchen. Ich hätte jetzt schon ganz gerne mal Chopper oder Nami getestet, aber das ist leider hier nicht erlaubt. Ich werde mit Ruffy kämpfen. Zoro ist geil, Sanji ist auch geil, aber ich finde mit Ruffy, den sollten wir vielleicht dann doch eher leveln. Auch wenn alle Charaktere leveln, aber ich glaube, mit dem Charakter, den man nimmt, also nicht testet, sondern den man als Hauptcharakter nimmt, kriegt man immer noch mal ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Und vielleicht ist dann doch ganz gut, mal jemanden zu nehmen, den man dann doch schon öfters nutzen wird gegen Ende, denke ich mal. Die anderen zwei hatten wir ja schon getestet. Ich versuche auf jeden Fall alle neuen Charaktere immer mal zu testen, Freunde. Aber deswegen bleiben wir jetzt erstmal bei Ruffy. 早くロビンちゃんを見つけないとな。クンクン。ん？どうした、チョッパ？ロビンちゃん！ロビン！どこにいたんだよ！探したんだぞ！みんな心配してる！一緒に帰ろう！ いいえ、私はもうあなたたちのところへは戻らないわ。ここでお別れよ、この町で。何言い出すんだよ、ロビンちゃん。あ、そうか、新聞のことだろう。気にすることねえよ。俺たちは誰一人信じちゃいねえし、濡れ衣なんざ海賊にはよくあることだ。 そうね。あなたたちには言われのない罪をかぶせて悪かったわ。だけど、私にとっては偽りのない記事よ。昨夜、市長の屋敷に侵入したのは確かに私。え？私には、あなたたちの知らない闇がある。闇はいつか、あなたたちを滅ぼすわ。 ロビンちゃん、何言ってんのかわからねえよ。ロビン、一緒に帰ろう。
みんなにもよろしく伝えてね。こんな私に今までよくしてくれてありがとう。さよなら。ちょっと待てよ、ロビンちゃん、冗談やめろ。ロビン、さっきロビンちゃんが言ったことルフィたちに伝えに行くぞ。ガレーラの職人どもがうようよしてやがる。集まった方がいい。ロビンは俺たちが嫌いになったのかな。チョッパー、一つ覚えとけ。女の嘘は許すのが男だ。Okay, und schon geht's los, Freunde. Jetzt dürfen wir erstmal Nico Robin suchen, weil wir können es natürlich noch gar nicht verstehen. Alter, was war das denn für eine Attacke? Gum Gum Rat oder was war das? Keine Ahnung, habe ich ja noch nie gesehen bei dem. Das war ja diese Kopfnuss hier, aber das nenne ich jetzt einfach mal Gum Gum Rat. So, das ist natürlich die Gatling hier und dann noch schön mit dem Arm hier. Also schon ganz geil hier. Oh, bam, 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 bam. Oh mein Gott. Aber man muss hier halt nur ein bisschen mehr ausprobieren, Freunde. Ich bin selber noch so ein bisschen am Testen, also nicht wundern. Zack. Zack, zack, zack. Nice, nice, alter Falter. Es bockt halt schon. Also man kann auf jeden Fall viel mehr machen, Freunde, aber das muss ich euch ja jetzt nicht nochmal alles erklären. Das wisst ihr ja jetzt mittlerweile, dass man da wirklich einiges machen kann. So, komm mal her, Freundchen. Achso, fuck, das war ja gar nicht der. Ich wollte eigentlich zu diesem Galera-Handwerk hier. Aber den habe ich ja voll verwechselt. Und erwischt. So, und runter. Das war noch Gum Gum Stamp gerade. Genau, das meinte ich. Irgendwie habe ich es gerade aufgeladen. Wie habe ich das aufgeladen? Ah, Moment mal. Viereck und dann... War das so? Ah, genau, so ging das. Stimmt. Weil man konnte das im... Oh mein Gott, wie viele hier einfach sind. WTF. Hauen wir die mal alle weg hier. Ich finde es halt immer voll geil, wenn dann die ganzen Charaktere so einfrieren und man die einfach alle wegklatschen kann hier so. Ah, das gefällt mir. Das erinnert voll an früher, Freunde. Wisst ihr das noch? Mega cool. So, hier haben wir auch noch ein paar. Verstärken wir uns erstmal so ein bisschen. Volle Kraftmodus. Woo! So, ab nach oben. Und weiter geht's. Sehr schön. Und wieder runter. Ah, scheiße. Ich muss mal mehr mit diesem Stamina kämpfen. Habe ich ja eigentlich in den letzten Parts relativ gut gemacht, aber irgendwie nutze ich das immer noch zu wenig und zu unkontrolliert. Gerade man muss einfach diese ganzen Kombos so ein bisschen lernen, verstehen, wie der Charakter funktioniert. Und dann kann man aber da bestimmt das ein oder andere coole einsetzen. So. Moment, was haben wir noch? Das hatten wir eigentlich schon. Ja. Ja, Frankie hat einfach mal diesen Kran da weggeschossen. Kann man mal machen. Oh, Frankie möchte natürlich auch kämpfen. Aber mit dem haben wir sowieso eigentlich noch ein Hühnchen zu ruppen. Der Typ, der hat unser Geld geklaut. Das wollen wir wieder. Sag mal, was ist los, Frankie? Na, ich hab gedacht, du hast mehr drauf. Oh, da hat er wohl Glück gehabt, dass ihn das nicht getroffen hat, ey. So, jetzt ist sein Schild wieder da. Das mit dem Schild ist halt echt so eine Sache. Ich weiß nicht, ob ich die Neuerung geil finden soll oder ob ich das nicht einfach nur nervig finden soll. Irgendwie von beidem etwas, kann das sein? Ja, irgendwie schon, ja. Es nervt halt schon manchmal sehr, dass die Gegner immer ihren scheiß Schild da haben und ich da jedes Mal drum rumkämpfen muss. So. Also, dass ich den halt erst gewaltigen Schaden machen kann, wenn dieser Schild halt weg ist. Ich kann den ja auch so Schaden machen, aber halt erst so richtig, wenn eben dieser Schild unten ist. Und das fuckt mich so ein bisschen manchmal ab hier. Sehr schön, Gatling von oben. Nice, gefällt mir. So, hier haben wir noch irgendwo eine Schatztruhe. Da haben wir noch eine. Machen wir mal auf. Achso, das stimmt, die muss man ja schlagen. Ah, ein bisschen Fleisch. Hätten wir uns eigentlich aufheben können. Ich muss halt auch in Zukunft jetzt vielleicht versuchen zu lernen, mehr auf das Fleisch zu achten und das nicht einfach wirklich zu fressen. Weil wir wissen nie, was da noch für Gegner kommen. Ja, jetzt am Anfang denke ich mal eher nicht so krasse. Aber es kann schon mal so sein, dass da vielleicht irgendwelche kommen, wo ich dann Probleme kriege und dass ich dann vielleicht irgendwas snacken muss. Wisst ihr, wie ich meine? Also es kann schon mal passieren. Da gab es, glaube ich, in der Vergangenheit oft solche Momente. Jetzt vielleicht nicht in dem Teil, aber gerade bei den älteren Teilen. Vielleicht ist aber auch erst so, dass es ab diesem schweren Modus kommt. Da gibt es ja noch so eine Art, ich weiß gar nicht, wie es heißt nochmal. Das, was ich im Hauptmenü euch gezeigt habe, da gibt es ja auch verschiedene andere Modis. Das ist vielleicht erst da wichtig wird. Vielleicht ist es ja für die Story gar nicht. Den Story-Modus spiele ich sowieso auf normal. Es gibt leicht, normal und schwer. So, und schon wieder bin ich reingerannt. Aber egal, es war eh nur Schild. Sehr schön. Und weiter geht's.
Also ich finde auch, die Schnelligkeit von dem Spiel ist halt echt gewaltig. Also es ist viel schneller wie die alten Teile. Betritt die Galera Company. Okay, dann werden wir da gleich mal reinrennen. Das ist gleich da oben hier. So, da können wir eigentlich durchrennen jetzt so mittlerweile. Galera Company, die muss doch hier irgendwo sein. So. Hier müsste die sein. Geh mal rein. Chapa, was machst du hier ganz alleine? Hä? Achso, es gibt mehrere Zugänge, oder was? Hä? Jetzt nur die Frage, wie komme ich denn da rein? Das ist jetzt die große Frage, Freunde. Das große Gewinnspiel, wie komme ich da rein? So, wir haben hier irgendwas. Aber hier komme ich auch nicht rein. Belassen, wie WTF, wie komme ich denn da rein? Oh Gott, ey. Sowas hasse ich mal wieder. Geiler Vorführeffekt, gell? Och Mann, ey. Dieser Moment, wenn man einfach nur seine Mission machen möchte. So. Hinten haben wir auch noch einen Anführer. Den können wir eigentlich auch noch mal ganz kurz wegklatschen hier. Ah, da ist er schon hier. So. Komm mal her. Und weg. Alter, der hat das echt überlebt. Krass, ey. Wie viel die aber auch aushalten. So. Galera Company. So, wir haben hier irgendwas. Hier kann man nämlich rein. So. Aber da komme ich ja nicht hoch. Muss ich das Ding kaputt machen oder was? Ja, oder? Keine Ahnung, ob ich es kaputt machen muss, aber es sieht sehr danach aus. Ja, tatsächlich. Kran zerstört. Ah, ich muss diese Kran zerstören. Problem ist halt manchmal, Freunde, ich lese die Texte nicht, weil ich einfach da nicht zurechtkomme. Mit gleichzeitig lesen und zocken. Deswegen ist das manchmal ein bisschen schwer. Kann ich es auch so kaputt machen? Ja, geht auch. Sehr schön. Ach, so meinten die das. So meinten die das. Okay, dann verstehe ich das. Aber wir müssen immer noch die Galera Company irgendwie betreten. Kran zerstört, okay. Wo sind noch weitere? Da vorne war noch einer. Oh Gott, ey, ich muss halt ein bisschen auch mit Minimap spielen. Ansonsten komme ich da eh nicht zurecht hier. So. Ich denke mal, mehr. Na, später haben wir auch ein bisschen mehr Ausdauer, dass wir das ein bisschen öfters einsetzen können. Wir haben ja jetzt eigentlich schon ganz gut Ausdauer hier und es lädt sich auch wieder schnell auf. Aber nach 3 Sprints ist das Ding halt auch schon wieder leer. So, kaputt machen. Bam, kaputt, sehr gut. So, jetzt gehen wir mal hier hoch. Da oben war auch noch ein Kran hier. Genau, da ist noch einer. Ich glaube, 2 Stück haben wir noch. Ja, 2 Stück. So, das Ding machen wir auch kaputt hier. Dann machen wir jetzt einfach die Ulti. Dann brauche ich da nicht so dumm drum rauen. Bam, kaputt. Und zwar ist es auch scheinbar mit dem so, dass... es gibt eine Cooldown-Phase, wie sich die Dinge aufladen. Aber sollte ich in der Phase auch natürlich jetzt Gegner besiegen, dann lädt sich der Angriff da heute nochmal auf. Also auch nochmal schneller auf. Also man kann die Cooldown-Phase auch so ein bisschen verkürzen. So hat mir das einer in den Kommentaren erklärt. Da seid ihr wahrscheinlich schon ein bisschen schneller, die das Spiel gleich am Stück so durchspielen können. Ich muss ja auch mal immer ein bisschen wieder Pause machen, meine Videos schneiden und so weiter und so fort. Deswegen ist das immer ein bisschen ganz kritisch hier. So, wir haben jetzt noch ganz oben einen Kran. Ist halt echt ein riesen Umweg, dorthin zu kommen. Aber egal, wir müssen sowieso dahin. Anders geht es uns nicht weiter. Das Gute ist, dass das nicht auf Zeit ist. Wo ist denn das? Hier runter? Genau. So, warte mal, die machen wir auch noch schnell kaputt hier. Sehr schön. Sehr schön, kaputt. Gefällt mir. So, und weil das Ganze so schön war, machen wir das Ganze nochmal und beenden es halt mal mit der Attacke. Und kabum. So, ich weiß nicht, haben wir die Mission jetzt verkackt? Weil den Kran habe ich jetzt eigentlich nicht kaputt gemacht. Oder sehe ich hier noch einen Kran? Ich sehe hier keinen Kran mehr. Verpasse der Gruppen Galerhandwerker von der Hauptkarte eine Abreichung und breche durch. Okay, die sind wahrscheinlich hier drin, ne? Oder wo sind die? Doch, die sind hier, genau. Hab's mir fast gedacht. So. Es ist immer noch... Ich muss echt noch reinkommen. Ich glaube, ich brauche locker noch 2-3 Parts, Freunde, bis ich da wirklich in dieser Missionsphase da komplett drin bin. Glaubt mir, ihr müsst euch mal mein altes Let's Play angucken zu Pirate Warriors 1 oder so. Da war ich richtig ein hoffnungsloser Fall. Da habe ich auch zum Teil manchmal die Mission einfach verkackt oder gar nicht gelesen und so ein Zeugs. Also, es ist schon mal eine andere Sache zu unterhalten, zu zocken, zu lesen. Und auch gut zu spielen. Ihr wollt ja auch gutes Gameplay sehen. Ihr wollt ja nicht nur so ein Billo-Gameplay sehen. Ihr wollt ja auch was sehen. Wisst ihr, ich muss euch ja auch was bieten hier. Und das ist gar nicht so einfach. Für den einen oder anderen wirkt es einfach so, ja, ich muss ja nur zocken, so. Macht das ruhig erstmal. Und dann reden wir auch gerne mal weiter, Freunde. So, da hinten haben wir auch noch mal ein paar. Da können wir jetzt mal wieder den... Ich würde auch ganz gerne mal wieder einen neuen Angriff haben. Also wir müssten eigentlich in diesem Arc hier noch Gear 2 freischalten. Gegen Bruno war es ja damals. Bruno hieß das, gell? Mit der Dorffrucht. Dorffrucht oder wie die hieß. Oder Türfrucht oder so. Ich keine Ahnung, wie die hieß. Ich denke mal so. Er konnte ja so Dimensionstüren öffnen.
Das heißt, wir müssten das eigentlich auch noch in dem Arc hier kriegen. So, sehr schön, haben wir auch erledigt. Alter, die halten uns zu viel aus, ey. Das macht mir echt Angst hier. So, hau ab jetzt. Alter, wie viele hier einfach kommen, ey. Ja, voll krank, hauen wir die mal alle weg hier. Und weg mit euch. Man sieht einfach nur noch die ganzen Gegner durch die Gegend fliegen. Kann man mal machen. Sah cool aus gerade mit der Animation. So, Rainer. Ich würde ganz gerne so einen Angriff herausfinden, wie ich so einen Sprint starten kann. Wisst ihr, wie ich meine? Nee, nicht das hier. Das ist so ein kurzer Angriff nach vorne. Das meine ich eigentlich nicht. Wie ging das? Ich hab das vorher, glaube ich, mal gemacht. Nico Robin. もう一度お前に会いたかった。 お前が世界を滅ぼす前に今世界中でポーネグリフを解読できるのはお前一人世界で唯一古代兵器を復活させる存在がお前だなぜあなたがポーネグリフの存在をそれに兵器のことまで俺はこだい兵器プルトンの設計図を持っている そんなことも知らずに奴らに協力していると呆れたなあなたは私の何を知っているの世界政府の手で私の人生がどれほど狂わされたかそれほどキラー政府にじゃなぜ加担する全てを捨てても叶えたい願いがあるからよ願い。お前の願いってのは。私を除く麦わらの一味の6人が無事にこの島を出港すること。そのためなら兵器も呼び起こし世界がどうなろうと構われてるのか。構わない。 古代兵器プルトンの設計図、その在りか、多くの犠牲が出る前にお話しください、アイスバーグさん。な、お前ら、政府の人間だったのか。そう。我々はサイファーポールナンバー9。潜伏など造作もない任務。しかしこの件に費やす時間も、 リミットを迎えましたな。話を続けましょう。設計図のありかについて、実は我々には一つの仮説があります。思慮深いあなたは、自分が殺される可能性を考えて、設計図が所有者を失わないよう、誰かに託した可能性が高い。 ここで興味深い事実がある。かつてこの島にはトムという名の伝説の船大工がいて、弟子を2人取っていた。兄弟子はあなたで、弟弟子はカーティー・フラムという男だ。しかしその男はすでに事故で死んでいるはずだった。 だが弟弟子は生きていた。フランキーと名を変えて設計図を託した相手が唯一の弟弟子なら我々も納得できる。あくまで仮説だったが、あなたのその反応がそれを的中だと告げた。 邪魔を。麦わらのルフィ、わざわざ罪をかぶりに来てくれたのか。お前船大工の、わけわかんねえが、ロビンを返せ。悪いが我々は急いでいる。ブルーノ、相手をしろ。ああ。
Oh, Freunde, wir dürfen gegen Bruno kämpfen. Hier gibt's schon mal... Alter, das ist, wirkt halt so bescheuert. Guckt euch mal den Raum an. So ein Riesenraum, da hinten so ein kleines Bett so. Das wirkt halt richtig bescheuert hier irgendwie. Aber okay, kann man mal machen, Freunde. Ich muss an der Stelle auch mal erwähnen, der Arc hier, also Water 7 und Enies Lobby, das sind so meine absoluten Lieblings-Arc in One Piece. Es gibt für mich keinen besseren Arc. Wirklich, also das ist wirklich der absolut legendärste Arc für mich gewesen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was euer Lieblings-Arc bis jetzt ist. Würde mich ganz gerne mal interessieren. Ich fand das einfach so geil, wie sie das mit Nico Robin gemacht haben. Die ganzen Kämpfe, sei es eben Zorro gegen Iki Zukluft, sei es hier Sanji gegen Jabara oder wie der hieß. Jabara, keine Ahnung mehr, wie der hieß. Das waren so alles geile Kämpfe, Freunde. Und ich hoffe, wir dürfen die alle noch nachspielen. Da habe ich einfach riesen Bock drauf hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann der letzte Kampf, Freunde, hier. Ruffy gegen Rob Lucky. Mega cool, ey. Und dann, allein wie das damals alles rausgekommen ist mit Bruno und mit Lucky und so, ist schon eine Überraschung gewesen. Ich meine, Bruno war doch, glaube ich, ein Barkeeper oder so. Und Lucky hat doch für Eisenberg da gearbeitet. Nicht Heisenberg, Eisberg. Was laber ich da? Das war halt alles ziemlich überraschend und ziemlich geil. Aber jetzt beenden wir den ganzen Scheiß hier mal. Zorro, du kleine Mistkröte, Mann. Ich habe hier gerade meinen Angriff gestartet, Mann. Das sollte cool wirken. Du kleiner Sack, ey. So, egal, dann machen wir es eben in der Luft. So, tschüss, Bruno. Bruno Line. Du kleines Mega-Stachelschwein. Runter von meiner Kiste. Guck mal, wie er auf mich runterguckt. Als ob er jetzt einfach runterspuckt. Warewale CP9 war. 物心ついた時に政府のために命を使う覚悟と人体の限界を超える為の訓練を受け、世界政府の重要任務を任される我々と高々一海賊団のお前たちでは戦闘力が違う。我々はこれから重要人物を探さなければならない。だがせっかくだ、 最後に面白いものを見せようか。猫猫の実モデルレオパルド、島の外まで飛べ。行くぞ。 アイスバーグの弟弟子フランキーの、いや、カティフラムの持つ設計図を奪いに。 Tja, Freunde, das war auf jeden Fall die Mission. Ich denke mal, eine kriegen wir noch hin. Wird wahrscheinlich wieder ein etwas längerer Part, aber das wird, glaube ich, Standard in diesem Projekt, Freunde. Weil eine Mission ist immer ein bisschen wenig, finde ich. Deswegen will ich schon ein, zwei Missionen reinkriegen in einen Part. Die nächste Mission, CP9 im Angriff, Lysops Ringen. Ja, Lysop und Franky werden gegen Rob Lucky kämpfen, beziehungsweise flüchten, wie auch immer. Und das werden wir uns jetzt hier mal anschauen. なんでお前が泣くんだよ。 バカ、泣いてねえよ。イーストブルーから連れ去った仲間と船を守るために別れたおめえに胸打たれたのは確かだが、とにかく分かったろ、俺とあいつらはもう仲間じゃねえ。俺を捕まえたところで誰も助けになんか来ねえよ。じゃあおめえこれからどうすんだ。 行く当てがねえんなら、うちで面倒見てやるぜ。解体屋になんかなる気はねえ。俺は一味をやめても海賊なんだ。まさかその船を直して海に出ようってのか。当然だ。こいつと一緒にまた冒険して、いつの日か故郷の イーストブルーへ帰るのさ。いや、帰れねえよ。さっきここへ船を引き上げるとき、そいつをよーく見てた。その船はもうダメだ。
ガレーラの査定は正しい。解体屋として解体を進める。ふざけんな、メリー号は俺の船だ。この船はもう次の岸へすらたどり着けねえ。そうなったらもう船じゃねえんだよ。うるせえってんだよ。本当は全部知ってた。もうメリーがダメだってのも知ってた。空島でのある夜、俺は誰もいねえはずの船から木槌を叩く音を聞いたんだ。次の日の朝、船は下手くそに修繕されてた。バカバカしいかもしれねえが、俺はあれはメリー号の化身だったんじゃねえかと思うんだ。そりゃお兄ちゃん、クラバウターマンさ、船乗りに語り継がれる伝説の一つだ。本当に大切に乗られた船にのみ宿る妖精。正直そいつを見たと直接聞くのは俺は初めてだけどよ。それじゃおめえ船の限界を知ってて仲間と大喧嘩したのか。そう割り切れるもんじゃ。悪いな、ノックしたんだが。ん？おめえら。Oh je, jetzt dürfen wir auch noch gegen Lucky kämpfen. Und ich habe hier gleich mal ein paar neue Fähigkeiten reingemacht, Freunde. Und zwar das Dial und dann noch so ein Impact-Dial. Das werden wir uns jetzt gleich mal angucken, sobald ich das hier aufgefüllt habe hier. Eieiei, wir müssen aufpassen. Ich glaube, ich halte da nicht so viel aus, wenn er mich da so oft angreift. Bin sehr gespannt auf das Impact-Dial. Das haben wir jetzt auch schon frei. Das werden wir jetzt auch gleich mal einsetzen. So, komm mal her. Zack. Und, was hat er jetzt gemacht? Ja, passiert da jetzt was? Okay, ist einfach nichts passiert, Freunde. Okay, kann man mal machen. Bin ich ja jetzt doch ein bisschen überrascht, dass da einfach nichts kam. Okay, wir haben auf jeden Fall noch einen anderen Angriff. Und zwar den hier. Zack. Okay, und was kam jetzt? Ah, das sind mehrere Impact-Angriffe. Und das ist so eine Art Ulti, so eine Super-Ulti. Deswegen hat es auch 4 Sterne, WTF. Okay, das finde ich cool. Das finde ich echt geil. Aber das müssen wir auf jeden Fall nochmal einsetzen, dass ich das gleich nochmal sehe. Deswegen setzen wir aber jetzt erstmal das hier nochmal ein. Erwischen ihn mal damit. Und weil das so schön war. Okay, das Impact. Ah, Moment mal. Das Impact, ja, ich muss davor erst was absorbieren. Also sprich einen Angriff absorbieren. Und dann kann ich es wahrscheinlich einsetzen. Oh, okay. Das ist ein bisschen schwieriger. Heißt, ich müsste wahrscheinlich echt so einen kompletten Angriff mal absorbieren. Aber jetzt nur die Frage, wie soll ich das machen? Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Dann musste halt mich echt mal komplett angreifen hier. Ja, jetzt habe ich es geschafft. Lul. Kam auf jeden Fall der Druck raus. So, jetzt muss ich nochmal kurz ein Schild brechen hier. Und wenn wir den Schild gebrochen haben, machen wir nochmal dieses Impact-Ulti. Alter Falter, ich bin gleich tot, gell? Das ist nicht gut. Meine Leben. Gibt's hier eine Truhe oder so? Nichts, gar nichts. So, sehr schön. Und jetzt setzen wir die Ulti ein. Zack, geblendet. Wegrennen. Abschießen. Und nochmal Impactial. Das ist ein typischer Lysop-Move, ey, wirklich. Aber meine Leben, das macht mich gerade ein bisschen fertig hier. So, absorbiert haben wir nichts hier. Verstärken tun wir uns natürlich auch nochmal ein bisschen. Aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll. So, komm, erwischen. Oh, meine Leben, ey. Fuck. Weg. So, nochmal wieder hin. Wir müssen ihn im Schild wegkriegen. So, das hat wieder nichts gebracht hier. Sehr schön. Keine Ahnung, wie ich das hinkriegen soll. Freunde, das ist gerade richtig kritisch. Entweder wir können sterben und dann geht es automatisch weiter. So im Sinne von wegen, wir können den Kampf gar nicht gewinnen. Oder
Wir müssen wirklich gewinnen. Ich habe einfach zu viel Leben verloren. Ah, scheiße. Nicht gut. Nicht gut, meine Leben. Okay. So. Ja, das funktioniert jetzt wahrscheinlich nicht. Oder vielleicht doch. Keine Ahnung. Ah, nicht so ganz. Nicht so ganz. Hat nicht so ganz funktioniert, wie ich es erhofft habe. Boom, Alter, voll erwischt. Also das Impact-Dial ist schon gar nicht mal so schlecht. Man muss halt wirklich perfekt treffen. Ansonsten bringt es halt gar nichts. Ach du Scheiße, Lysop. Du kranker Typ, ey. Ah, ich hab's absolviert, aber es hat nicht geholfen. Doch, es hat geholfen. Da hinten schleben. Sehr gut, ein bisschen wenigstens. Gut, dass diese ganzen Fußsoldaten hier ein bisschen auch wenigstens abgeben. Sonst hätte ich wahrscheinlich echt ein großes Problem hier. So, hier haben wir nochmal so eine Bombe. Erwisch ihn. Sehr schön. Und weil das Ganze so schön war, machen wir natürlich direkt weiter hier. So. Ah, wir müssen weg hier. Ich sehe halt gar nichts. Kamera ist on point. So, erwischt. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Geblendet haben wir ihn, glaube ich. Abschießen. Und nochmal. Sehr schön. Das funktioniert halt wirklich. Und wir kriegen es echt hin. Okay, weiter geht's. Absorbieren. Okay, hat nicht gezählt. Schade. So, weiter geht's. Weiter. Okay. Leute, das macht mich voll fertig gerade. Sehr schön. Und hier nochmal eine kleine Feuerexplosion. Alter, Lysop, wenn Lysop einfach mal den Kampf so gegen Luki eben auch im Anime gewonnen hätte, das wäre halt schon echt krass gewesen. So, konnte leider nichts absorbieren. Da habe ich, glaube ich, ein bisschen zu viel erhofft von mir. Aber dass Lysop sich nicht selber wegbrennt mit der ganzen Attacke, ist schon verwunderlich. Sehr schön. Und jetzt blenden wir nochmal. Zack, geblendet. Oh. Abschießen und Impactial. Gut, Schaden hat er auf jeden Fall bekommen. Das reicht mir schon. Sehr schön. Bam. Impactial. Hat nichts gemacht, okay. Macht auch gar keinen Sinn, dass ich das eingesetzt habe. Alter, dass ich den Kampf echt noch gewinnen. Jetzt beenden wir es mit der Feuerexplosion hier. Alter, dass ich das noch gewinne, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht hier. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und tschüss. Bis so geht. Tschüssi. Kaya, ich komme nach Hause. Kaya, oh fuck, ich bin eingesperrt. Kaya, wo bist du? Nein. お前たちをエニエスロビーに連行する。プルトンの設計図のありかについては、そこで聞こう。間もなく海列車が出る。行くぞ。 俺の知ってることを話そう。ニコ・ロビンのことだ。何か知ってるの？俺とニコ・ロビンは同様に世界を滅ぼすほどの古代兵器を呼び起こす術を持っている。世界政府が欲しがってるのはそれだ。そのために今回の事件が起きた。兵器が復活すれば この世界は大変なことになる。だが、ニコ・ロビンは麦わらの一味が無事に島を出ることを条件にこの事件に協力し、世界政府に身を委ねると決めた。全世界に生きる全ての人間の命よりもあの女はお前たち6人の命を選んだんだ。よかった。 ロビンは私たちを裏切ったんじゃないんだ。そうとわかりゃ考えることは何もねえ。すぐロビンを追いかけよう。それ以外ねえな。だけどどうやって。まあ手段なら一つだけある。出してやろう。 Ja, Freunde, wir sind relativ gut vorangekommen. So hat mir das auf jeden Fall gefallen. Im nächsten Part geht's dann auf jeden Fall weiter und wir sehen auch, dass Sogeking endlich dabei ist. Ich weiß gar nicht, wenn man Sogeking spielt, ob der dann vielleicht ein anderes Moveset hat wie der normale Lysop dann. Das würde mich mal interessieren, aber
Ich denke nicht. Egal, wir machen im nächsten Part weiter. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt eure Meinung sehr gerne in die Kommentare. Folgt mir auf den Social-Media-Seiten wie Instagram und Twitter. Ebenfalls alles in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut auch gerne bei meinem Partner Kase vorbei. Die haben alles, was hier in Deutschland zu One Piece gibt, haben die alles in ihrem Sortiment drin. Das ist ebenfalls in der Videobeschreibung verlinkt. Die haben die ganzen Filme, die Anime-Serie und die ganzen Spezials, also diese Episode-of-Serien von One Piece. Schaut da ganz gerne mal rein. Ist auch mein offizieller Partner zu diesem Projekt. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Bin gespannt. Freut mich. Bis dahin. Haut rein. Tödelö. Und ja, sie zählen auf dich. Du bist der Captain deiner Crew. Du hast es jetzt schon weit gebracht, doch trotzdem lernst du dazu. In jedem Kampf entwickelst du dich weiter. Bis zum Kaiser, die Marine kann dir bald nichts mehr. Sie werden an dir scheitern. Ihr entfacht den Sturm, so wie Dragon. Denn das wird hier nicht enden. Wir meistern jede Hürde, auch kein Kaido kann es trennen. Ihr seid meine Crew und auch gemeinsam sind wir stark. Zusammentreten.